Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2 War of the Chosen. Ja, wir stecken hier mitten in der Kopfgeldjagd. Und unser Templer ist schattengebunden. Lord Hörnchen. Damit erwische ich unseren mit. Das ist dumm. Du liegst aber auch kreuzdämlich da hinten. Ich hoffe, sie tun ihm nichts. Ich weiß, du gehst in Feuerschutzmodus, hast keine Munition dafür. Ob es der fortschrittliche Stecher wert war, ich weiß es nicht. Nicht die VIP. Das blöde Pfundturm muss weg. Frage ist so. Kriege ich dich vielleicht irgendwo von da drüben besser und kommst du da. Der kommt da hin ohne. Ohne zu alarmieren. Sie? So, damit ist das ein 100% Treffer und damit ein 100% Kill. Mach. Auf die Gefahr, dass du aufgedeckt wirst. Sag deinen Göttern, dass ich komme. Fuck it. Die Schatten haben versagt. Okay. Weiß nicht, löst du ein Deckungsfeuer aus, wenn du da hingehst? Ich weiß es nicht. Mach mal lieber nicht tun. Weil grundsätzlich wäre es natürlich besser, sie geht irgendwo hin, wo sie beide drin hat dann, aber. So kriege ich auf jeden Fall die, das Deckungsding weg. Meine Lanze durchdringt alles. Genau. So, er clownt. Das Ziel ist markiert. Ist aus dem scheiß Feuerschutz raus. So, damit kannst du hier unten reingehen und kannst das Ding mit der Pistole alle machen. Und bist aus dem Bereich raus. So. Feind am Boden.
Du kannst doch mal reißen gehen, dann ist der nämlich auch weg. Dann kann ich dich noch mal irgendwo hinstellen. So, das hat schon mal keinen Schaden angerichtet, finde ich gut. Sie verlagern ihren Angriff. Ja, es ist das hat wehgetan. In eine sehr blöde Richtung. Ich will nicht weiter zum VIP aufrücken, auch wenn uns zeittechnisch hier ein bisschen was ausgeht. Ja genau, teleportiere dich halt noch weiter weg. Das ist hoffentlich nicht nur der VIP. Das ist natürlich nur der dumme VIP. Nachgeladen! Warum kannst du da jetzt nicht wieder hoch? Weil. Bis zur Treppe hinkommst. Okay, aber sie muss sowieso nach vorne irgendwann. Schon unterwegs. Bereit für den Angriff. Ah ja, der hat ein kostenloses Nachladen. Schon dabei. So, du kannst auf jeden Fall noch mal reißen gehen. Und der Kackviech ist. Out of range vom Dings, okay. Diese Welt gehört uns. Dann stehst du zwar ohne Deckung da. Aber wenn ich damit dann das Kackviech da hinten wegkrieg, den Kodex. Was ein möglicher Schuss ist. Dann muss ich erstmal die Runde nicht mehr mit Gegenfeuer rechnen. Genauso. Oh, die Aktion hat nichts gekostet. Gut. Dann kannst du ja theoretisch wieder hier vorgehen. Unterwegs. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Na
Manners 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Mhm. Lauf du erstmal dahin. Wir müssen uns jetzt hier langsam vortasten. Weil irgendwo ist hier, wenn ich da in Reichweite komme, da hinten, da hüpft doch garantiert noch irgendwo irgendein Scheißdreck rum. Ich stehe zu Ihren Diensten. Ich sehe mehr als das nackte Auge. Wir haben die Gelegenheit, dieses Ding ein für alle Mal auszuschalten, Commander. Bringen wir es hinter uns. Das ist die Chance, auf die wir gewartet haben. Machen wir das Ding fertig, bevor es wieder entkommen kann. Warum wundert es mich jetzt nicht? Kein Rüstungsdurchschlag. Wer gibt mir Nachschub? Ja, du Arschpratzen. Einen unserer Soldaten zu greifen. Das müssen wir verhindern. Das ist, glaube ich, die beste Option, die ich habe. Das war nichts. Okay, dadurch, dass er brennt. Begebe mich zu dieser Position. Das mit dem Brennen ist eigentlich eine gute Idee von ihm. Das ist eine Scheißaktion. Arschloch. Damit verliert er zwar wieder den Fokus, aber er haut ihm noch einmal ein bisschen was rein, ey. Das ist Kackviech und der hat Leben ohne Ende und dann noch die scheiß Rüstung. Für aller Augen gezeichnet. Puyu. Ja, ja. So, 98%. Und du schredderst die Rüstung. Rüstung hält stand. Und er brennt. Mann. Ist der anstrengend, der Zipfi-Klatscher. Prozent. Gib ihm. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Magst du nicht mal abhauen? Das halte ich nicht mehr lange durch. Ha 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 ha.
Dein Geist ist deine Schwäche. Gott, das hoffe ich doch. Hab viel Geist, damit du viel Schaden nehmen kannst. Das hat wehgetan. Aua. Mach mal alle wieder gesund. Bitte. Da wankt gar nichts. Ich reiße dich in Stücke. Schön wär's. Verdammte Rüstung. Das, ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig böse drüber. Naja, immerhin. Er stirbt nicht. Aber er brennt. Ich habe keine Munition mehr. Aua! So. Okay, er kann ihn diese Runde nicht niederhauen. Okay. Na gut. Zeit zum Nachladen. Kriegst du? Niemand kommt vorbei. Und ab geht's. So. Wir müssen nach vorne. Rücke aus.
Schon dabei. Alles klar. Also das kriege ich die nachher am Ende nicht mehr raus in der Zeit. So, okay. Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. So, heb ihn erstmal hoch. Gehst du mit ihm nach dahin? Weil da kommst du dann in der nächsten Runde safe raus. So, von da aus müsstest du auch nächste Runde sicher nach draußen kommen. Du kämst von da aus sowieso schon raus, aber dann geh du mal dahin. Bin dabei. Bin unterwegs. Ja, das ist mir jetzt egal, dass da jetzt welche kommen. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Wie gesagt, das ist mir jetzt egal. Wir hauen ab. Ich habe die VIP und begebe mich zum Evakuierungspunkt. Wir sind am Evakuierungspunkt. Du lässt dich rausziehen. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. In Windeseile. Aber sowas von. Ich gehe erstmal nach Hause. Ja. Nach Hause ist auf jeden Fall gut. Gibt's eigentlich irgendwen, der hier nicht angeknackt ist? In Ordnung. Es hat doch jeder gelitten jetzt die Runde, oder? Evakuierung bestätigt. Außer die Scharfschützen vielleicht. Position bestätigt. Genau rechtzeitig. Ja. Beförderung gab es für dich wahrscheinlich keine, aber du warst wieder dabei. Fand ich schön, dich mal wieder gesehen zu haben, Kollege. Bereit zum Abmarsch. Bestätigt. Gehen wir. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Verwundete Soldaten. 5 von 6 Soldaten verwundet. Operation Toter Sohn. Der tote Sohn ist noch lebendig. Formation Mob ist okay, aber das müssen wir, also hier müssen wir an unterschiedlichem Zeugs arbeiten. Halt, nein! Fuck it. Laut Advent-Vertretern konnten die jüngsten Rebellenangriffe außerhalb der Stadtzentren
Advents Fortschritte bei laufenden Entwicklungs- und Sozialprojekten nicht aufhalten. Die Zahl der freiwilligen Zuwanderer ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Boah, und das Bild ist so schwarz wie seit langem nicht mehr. Ihr Ladedings. Was ist das denn für ein Bild? Wir hatten... Todesengel. Das kann man sich ja als Skyline komplett neutral irgendwo hinhängen. Das ist, das macht jetzt keine Werbung für XCOM. Das ist also... Da wollte ich mal wieder ein schönes Bild mit... Aber ich glaube, die Kollegen mit Hut sieht man. Der Soldat, der vom Widerstand zu uns übergetreten ist, lernt schnell. Im Vergleich sieht so mancher unserer Soldaten bereits jetzt alt aus. Übergetretener Soldat? Was? Ich dachte, das war eine Tod- oder Lebendig-Mission. Er wird tatsächlich befördert. Finde ich sehr, sehr gut. Captain Kettenschuss. Da machen wir doch lieber die Granaten, machen mehr Bums. Tatsächlich alle außer der Scharfschütze sind verletzt, aber auch sie ist müde. Aber nichtsdestotrotz ein sehr erfolgreicher Einsatz. Und Madame Schnittchen hätte hier... Schnittchen mit Hütchen. Okay. Dann machen wir hier nochmal ein ordentliches Bild. So. Das können wir, glaube ich, genau so lassen. Es sind 64 bestätigte Kills. Die zwei zusammen. Sie sind alle aus Kaugummi. Was ist das für ein Spruch? Und davon habe ich jetzt echt ein Bild gemacht. Okay, gut. Feindliche VIP. Hallo, Commander. Hallo, Glatze. Magst du mich wieder ankacken, oder? Vorräte. Halt, Moment. Okay, das reicht jetzt natürlich genau, um zu verbessern. Zielabor verbessert. Das heißt, ich darf sie beide jetzt parallel ausbilden. Das ist gut, die eine ist jetzt natürlich ein bisschen auf der Krankenstation. In 2 Tagen gibt es eine Vorratslieferung. Wir forschen an der nächsten schweren Rüstung oder an der nächst schwereren Rüstung. Für den Großteil unserer Soldaten sind die Quartiere an Bord der Avenger eine Verbesserung gegenüber den Bedingungen auf dem Boden. Okay, dann waren die Bedingungen am Boden aber echt beschissen. Ja, das ist... Also da gibt es in Japan Kapselhotels, die sind besser ausgestattet als unsere Wohnquartiere. Aber okay. Wollen wir mal nicht meckern. In einem Kapselhotel findest du selten eine Dartscheibe, glaube ich. Wobei, das ist der Aufenthaltsbereich und Schlafbereich und Küche ist hoffentlich woanders. Aber da hockt Bernhard mit, weiß er nicht, Stachelkopf, Kettensägenkopf.
So. In der Krankenstation. Mehr oder weniger die komplette Einsatztruppe. Entfernt negative Eigenschaft. Das ist die Angst, das ist unsere Scharmützlerin, die Angst vor Auserwählten hat. Mein gut, da haben wir jetzt nur noch einen, aber eventuell mag ich sie ja da dabei haben. Ja, und Ingenieur geht gerade nicht, weil haben wir sowieso schon zu wenig. So, Kameradschaft verbessern wird wohl auch nicht gehen. Soldat bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Das brauchen wir nicht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was sie gelernt haben. In der Taktikschule geht auch gerade nichts. Wir haben noch 57 Vorräte. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich glaube, mit denen können wir jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, aber... Ja, doch, wir könnten zum Beispiel die Strahlenpistole vom Scharfschützen aufmotzen, wobei ich immer nur einen Scharfschützen dabei habe und der kriegt ja die Jägerwaffe. So, das andere Zeugs braucht sowieso alles mehr. Vater hat sich selbst geopfert, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Es macht zwar noch nicht viel her, aber mit neuen Entwürfen und etwas Muskelschmalz wird es ein echtes Prachtstück. Shen, ich würde mich jetzt da an der Stelle nicht beklagen. Erstens fliegt und zweitens haben wir schon wahnsinnig viel gemacht. Wir haben noch zwei Kammern, die wir ausbauen können, wo ich noch nicht weiß, was ich da reinsetzen will oder werde. Wo ist denn eigentlich unser Kommunikationsding? Da. Die können wir auch irgendwann noch. 63 Vorräte. Wir haben. Ja, okay, gut. Ist okay. Wir haben was ausgebaut. Nämlich das Psylabor. Vorratsbeschaffung. Da sind wir auch gerade noch gut unterwegs. Ja, ich würde sagen, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freut es mich umso mehr. Ich wollte jetzt nicht wieder mit dem Daumen und Abonnieren und so weiter anfangen. Das habe ich gestern erst gemacht. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.